herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zurück zu Let's Play Ruckel. Gothic 2, die Nacht des Raben in der Lehivia Edition. Ja, ja. Wir waren dabei mit Lambert zu ruckeln. Zu reden. Und dann nochmal den Grabstein ausprobieren. Mal sehen, ob der noch was Interessantes. Loba hat nicht Lambert. Gucken, ob wir die Frau noch beklauen können. Begrüßen können. Ich habe bis eben noch Gothic gespielt und dachte mir, hey. Mensch, versuche ich mal ihren Geldbeutel zu stehlen. Na warte, du dreckiger Dieb. Was zum... Hilda, es tut mir leid. Ach, Herr Lee. Ich habe doch gesagt, es tut mir leid. Ja, ich hab's verdient. Um Gottes Willen, ich wollte es hier gar nicht umbringen. Das ist der perfekte Start. Ich halte gerade beide Daumen hoch. Ich wollte natürlich nicht der Hilda an die Wäsche, sondern ich wollte vielmehr dahinter hin. Also nicht hinter Hilda, sondern doch im Prinzip schon. Ich weiß nicht, was ich heute rede. Ich habe gerade... Lass mich in Ruhe, ich habe gerade Minecraft gespielt. Ich wollte... die alten Grabsteine werden wir heute besuchen. Und versuchen, die Dinger zu kriegen. Die Ornamente, die noch fehlen, um in die andere Welt zu gelangen. Ich denke, da sind wir hier relativ richtig. Mal sehen. Nanu, wer steht denn da oben? Ach, deswegen war der nicht da. Warte mal, was ist denn da unten? Ja, komm da hoch. Ja, dann rennst du halt weg. Hallo. Was machst du? Es war einfach sein Fall. Wir probieren das mal. Na, warte, du dreckiger Dieb. Ja, ist ja gut. Ich lade nochmal. Ich muss das einfach ausprobieren. Ich meine, damit kriegen wir Erfahrungspunkte. Und wenn wir die Erfahrungspunkte haben, dann können wir uns wieder mehr Geschick und mehr Stärke aneignen. Das wäre ja eigentlich nur gut für uns. Deswegen denke ich mir, wir schaffen das. Wir machen das dann einfach, um uns eine kleine Basis zu gönnen. Auf Erfahrungs- und Geldebene sozusagen. Ja, so kann man das sagen. So. Also. Ornamente, die dritte. So, ich mache da jetzt mal die Spinne kaputt. Jetzt sag nicht, dass ich schon wieder abkratze hier. Nee, dann ist mir jetzt auch zu doof. Ja, ja, komm her jetzt. Wo ist er denn? Hab dich. Das war einfach. Oder sagen wir... Oh. Na, hoch bitte. Springen. Jawoll. So, dann reden wir mal mit... Heißt es Cavalorn oder Corragorn? Cavalorn. Corragorn war der in der Taverne. Ich habe Vatras deinen Brief gegeben. Habe auch nichts anderes von dir erwartet. Dank dir. Bitteschön. Ich will deine Fähigkeiten... Ja, mal gucken. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Hast du nicht Akrobatik oder sowas? Nee, Einhand und Bogen. Ja, nö. Suchst du etwas? Ist das so offensichtlich? Ja. Ja, ich habe von den Wassermagiern den Auftrag, nach irgendwelchen verlorenen Ornamenten zu suchen. Trifft sich gut. Ich habe den gleichen Auftrag von Nefarius bekommen. Ach. Gehörst du also zum Ring des Wassers? Ja. Das freut mich. Dann muss ich das hier nicht alleine machen. Ups. Hast du schon ein Ornament gefunden? Ich habe die Stelle gefunden, an der wir eins finden sollten. Dieser Steinkreis könnte eins dieser Bauwerke sein, die Nefarius beschrieben hat. Mhm. Jetzt müsste man nur noch den Mechanismus finden, nach dem wir suchen sollen. Doch, dann würde ich sagen, ich will deine Fähigkeiten lernen. Nee, ich glaube, ich weiß noch, wie das war. Hier war noch irgendwo... Feldknöterich. Hier war doch irgendwo... etwas mit dem Stein. Aber ich wollte noch was finden. Wo kann das denn nur sein? Jetzt fange ich schon wieder an zu reimen. Da unten.
Da hinten geht's noch. Ach, da geht es durch die Höhle zum Lester. Also wo er jetzt nicht mehr ist, aber wo er anfangs war. Kronstöckel ist sehr selten. Hier ist eine der wenigen Stellen, wo man Kronstöckel findet. Merken. Ne? Hier drüben brauchen wir noch nicht reingehen. Da sind wieder die Wölfe. Da ist das Lager, wo Lester lag. Lester lag lauernd. Lustig. Lamentierend. Wo ging das denn hier noch? Ich muss hier irgendwo einen Schalter drücken, glaube ich. Warte mal. Schau dir die Steine an. Einen der Steine. Da. Ist was passiert? Nö. Ist hier noch ein Schalter? An diesem Stein vielleicht? Da ist ein Lederbeutel. Da ist noch ein Schalter. Das war der zweite. Wo ist der dritte? Ist der vielleicht auch hier irgendwo in einem? Da. Ist was passiert? Ich habe den Mechanismus betätigt. Da tut sich rein gar nichts. Dann haben Loberts Bauern wohl recht gehabt. Sie haben erzählt, dass jemand von ihnen schon mal an den Steinen hier herumgespielt hat. Was? Ein Steinwächter sei wie aus dem Nichts erschienen und hätte sie angegriffen. Die Bauern riefen die Milizsoldaten riefen die Paladine, die kamen auch und zerstörten das Monstrum. Ich habe schon die ganze Gegend abgesucht. Wenn es hier ein Ornament gegeben hat, dann haben es jetzt die Paladine. Na super. Puh, da muss jetzt einer von uns gehen. Ja. Dann werde ich zu ihnen gehen und das Ornament zurückfordern. In Ordnung. Ich werde jetzt in die Stadt gehen. Wir sehen uns bei Vatras. Okay. Ich weiß nur nicht, bei wem ich das Ding fordern soll. Soll ich es beim Chef Lord Hagen fordern? Da komme ich, glaube ich, nicht mehr rein. Ohne den triftigen Grund. Naja, werden wir es mal ausprobieren. Außerdem ist es nur eines von drei Ornamenten. So einen Steinkreis gibt es ja noch bei Seekop. Da gehen wir auf jeden Fall das nächste Mal. Also, was heißt das nächste Mal? Als nächstes hin. Aber das dritte Stück... Achso, ich habe ja die Karte. Ich bin mir sicher, am dritten Stück waren wir noch nicht. Aber reden wir erstmal mit dem Paladin. Eins nach dem anderen. Meine Meinung will ja keiner hören. Meine Meinung will ja keiner hören. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Du! Ich kann das nicht glauben. Kann ich das mit dem hier vielleicht auch besprechen? Er hat auf die falschen Leute gehört. Mit ihm sind Ritter. Hier fehlen auch noch Dinger, ne? Da muss ich erst noch mehr Geschicke lernen. Wird sich das jemals ändern? Kann ich hier vielleicht rein? Vielleicht so? Tatsache. Wen haben wir denn da? Kann ich mal? Verzeihung, ich muss... Kann ich... Ne? Albrecht? Ich wollte hier oben aber noch was nach Blutkelchen suchen. Ich glaube, ich kam hier letztens nicht mal rein. Mal sehen, ob ich noch irgendwas sehe. Gibt es hier noch irgendeinen Mechanismus, der noch mit muss? Hier schon mal nicht. Gut, vielleicht in einem der anderen Räume. Sekunde. Guten Tag, der Herr Cornelius. Ich bin nur auf der Durchreise, auf der Suche nach meinem Glück. Nach meinem Glück in einem Stück. Hier ist das auch nicht. Ich denke, ich gehe wieder runter. Wir reden wirklich mal mit Lord Hagen. Vielleicht hat der ja das Stück. Ansonsten kann ich echt nur noch in die Kaserne gehen. Aber eigentlich war das nicht das Ziel. Wow, die sind alle aufmerksam. Aufmerksamer als mir lieb ist. Ingmar. Laut der mir vorliegenden Berichte ist das Minental ein gefährlicher Ort. Du solltest dich gut ausrüsten, bevor du losziehst. Ja, das ist so. Wie ist denn die Lage? Wie ist die Lage auf dem Festland? Der Krieg ist noch nicht gewonnen. Obwohl die königlichen Truppen die Orks bereits zurücktreiben. Doch an vielen Stellen sammeln sich kleine Orkhorden und versuchen, unsere Armee auseinanderzureißen. Sie kämpfen ohne Ehre, ohne Glauben und genau deshalb werden wir letztendlich siegreich sein. Ja, Kann ich von dir lernen? Ich unterweise nur die Anhänger unseres Ordens. Ist ja gut. Kann ich von dir... Nein, ich will immer noch nicht. Lord Hagen. Wo stehe ich denn hier bitte drauf? Interessant.
Hallo. Ich suche ein metallisches Ornament. Es müsste am Steinkreis bei Lobards Hof gewesen sein. Wenn du dieses Teil hier meinst. Wir hatten den Verdacht, dass es eine magische Rune ist, aber das Ding ist völlig wertlos. Von mir aus kannst du es haben. Ich habe keine Verwendung dafür. Gut, das war einfacher, als ich dachte. Das heißt, wir können jetzt wieder rausgehen, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns mal beim nächsten Ornament um. Brauchen auf jeden Fall mehr Geschick, damit wir die anderen Blutkelche holen können. Ich kann ja nochmal gucken. Hier müsste ja eigentlich schon... Wieso sind das immer noch so viele? Ich rede nochmal mit diesem Mann am Hafen, der Informationen über die Orks haben wollte. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das könnte dir noch interessieren, dass die Orks sich verstreut haben und immer wieder mal kleinere Gruppen angreifen. Das hast du nicht gewusst. Wie? Nö, das hatte ich anfangs nicht. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ja, ich weiß. Ich habe heute auch wieder 9 Stunden. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich auch nicht. Wir können nur abwarten. Ja. Mann, rede doch nicht so viel. Lass mich doch mal spielen. Mann. Hallo. Hallo, Karl. Karl? Frank? Nicht nervös werden, Frank. Hier ist noch die Edda. Brauchst du vielleicht noch so eine komische Statue? Ich habe hier eine Enos-Statue für dich. Oh, vielen, vielen Dank. Möge Innos sein Licht über dich erstrahlen lassen. Oh, gern doch. Ja, schon gut. Ein Kinderspiel, die Statue zu stehlen? Alter. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Ich versuche es mal zu stehlen, aber ich speichere vor. Das ist ja eigentlich dreist, ne? Wir speichern heute mal auf der 7. 7. Aufnahme. Das ist ja dreist, die Statue zu stehlen, die ich gerade gegeben habe. Gibt Erfahrung. Hallo Attila. Meine Aufgabe, aber wer war... Ja. Schick Rüstung übrigens. Wir müssen weiter. Ich könnte ja auch nochmal mit Laris darüber reden. Das ist mal wieder typisch. Dass wir das dritte Ornament suchen gehen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Hallo, Idee. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Verstehe. Du bist nicht nur hier, um Fische zu kaufen. Ich mache dir ein Angebot. Ja. Wenn du silberne Teller oder Kelche hast, ich nehme sie dir für einen guten Preis ab. Okay. Zeig mir deine Fische. Das weiß doch inzwischen jeder. Habe ich eigentlich noch Dietrich hier? Warte mal gerade. 20 hat er im Angebot. Und wie viel habe ich denn noch? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Sehe die gerade nicht. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Da, 8 Stück. Ich glaube, ich hole mir noch ein paar. Wie viel kostet die denn? 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, komm, das soll jetzt. Was? Alle Teller und Hölle verkaufen? Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 650 Goldstücke. Überleg's mir nochmal. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist aber ein gutes Angebot, das muss ich dazu sagen. Aber ich wollte es jetzt nur noch nicht machen, weil wenn wir irgendwann an einen Ort kommen, wo wir beklaut werden, oder wo wir durch müssen, passieren müssen, und da sagt einer, gib mir ein gesamtes Gold, oder du kommst nicht vorbei. Dann haben wir nämlich ein Problem, wenn wir jetzt schon alles verhökern, oder alles zu Geld machen. Das können wir spüren, wenn wir Geld zu spüren. Ja. Ich weiß, warum die Paladine hier sind. Wirklich? Erzähl! Das Wasser ist so laut. Die Paladine sind hier, um das magische Erz aus dem Mondtal zu holen. Nicht, weil die Orks die Stadt angreifen. Trink mal schnell. Sobald sie das Erz haben, werden sie wieder zum Festland zurückkehren. Danke für die Information. Bitteschön. So wie es aussieht, haben wir alle Zeit der Welt, um unser Schiff zu bauen. Ja, haben wir jetzt ein Quest weniger? Hey. Ups. Ich kann ja nochmal gucken. Das Portal, da arbeiten wir gerade dran. Teleportsteine, weiß ich nicht mehr. Sonnenaloe machen wir später. Sextant machen wir später. Blutkelche machen wir später. Trockenes Ammel machen wir später. Ravensklaven machen wir später. Beweise für was? Was ist denn für Beweise? Mortagen will, dass ich Beweise für die Armee des Bösen bringe. Ich werde ins Winter später. Schwarzes Fell später. Schwarzes Fell machen wir mit Sonnenaloe. Schnaubenkreatur könnten wir theoretisch schon versuchen, ist aber schwer. Leere den Kuchen einen Zug, müssen wir gleich mal gucken. Bei diesem Jetfeld können wir schon
Peta, Lucia, weiß ich gar nicht mehr. Später. Ich weiß, wie es weitergeht, aber was haben wir später? Bospers Bogen? Müsste theoretisch noch nicht gehen. Ich weiß, wo der ist, aber die Vermissten später. Und mit Augenklappe ist verbuggt. Wassermagier. Dafür brauchen wir Ornamente. Auge Innos. Später. So. Das war erstmal der Plan. Dann reden wir mit Laris darüber, über unseren Plan, die Ornamente zu suchen. Vielleicht hilft er uns ja in unbekannte Gefilde. Denn wir können jede helfende Hand brauchen. Und wir können uns, glaube ich, noch eine Weissagung geben lassen. Hallo. Hey, du. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Nein, aber ich hörte davon. Die Wassermagier sind sich bei den Dingern noch nicht sicher. Ich hab's schon ausprobiert. War ja klar. Du hast vor gar nichts Angst, was? Nun, wenn du die Dinger benutzen willst, dann frag mal Orlan, den Wirt, ob er dich in seine vernagelte Höhle lässt. Hm? So viel ich weiß, hat er einen dieser Teleportersteine für die Wassermagier in der Nähe seiner Taverne versteckt. Okay. Du gehst aus dem Osttor der Stadt und folgst einfach um den Weg. Dann kannst du sie gar nicht verfehlen. Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Okay, aber was willst du da? Ich bekam von Nefarius den Auftrag, nach weiteren Ornamenten zu suchen. Eine Stelle, an der ich suchen soll, ist mitten im Wald. Ich verstehe schon. Der ist dir alleine noch zu gefährlich, was? Ja. Kein Problem. Sag mir, wann du los willst. Ja, eigentlich jetzt. Ich muss nur mit Wartshaus reden. Okay, lass uns gehen. Wohin? In den dichten Wald im Osten. Genau. Dann wollen wir mal. Folge mir. Wenn ich ihn jetzt verliere, ist er wieder alleine losgelaufen. Also sollte ich mal versuchen, bei ihm zu bleiben. Ich wollte eigentlich noch einen Koch fragen, ob er mir noch das Fleisch verbrutzeln kann. Wo rennt er denn hin? Warte mal. Wie viel Fleisch habe ich denn? Fleisch? Hallo, wo ist es denn? 37. Und wer kocht für mich? Kannst du mir was kochen? Wer war denn das, der mir was kochen kann? Wo rennt er denn immer lang? Wer war denn das, der mir was kochen kann? Vielleicht hier der Fleischer? Wäre jedenfalls sinnvoll. Nee. Aber. Hallo? Laris? Laris? Hallo? Mann! Vielleicht gehe ich einfach mal ein Stück weiter. Laris? Wo? Wie? Wo ist der denn? Laris? Willst du mich verarschen? Wo ist er denn jetzt? Da. Mein Gott. Wo ist er denn jetzt lang gelaufen eben? Kann der mir hier, der Koragon, das nicht machen? Ein bisschen Fleisch braten? Nee. Schade, wer macht mir denn sowas? Und es entstanden alle Wesen. Und der Zorn. Bäume wie Tiere, Wölfe wie. Ja, okay. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Aber wo ist Cora? Kavalorn? Ach, der ist bestimmt. Nee, da sitzt er ja. Warte mal. Ich habe ein Film. Ich habe das fehlende Ornament von Lord Hagen bekommen. Siehst du, hatte ich mir doch gedacht, dass die Paladine es hatten. Und er freute sich an allen Wesen gleichermaßen. Doch der Zorn. Ich speichere mal. Wir machen uns ja jetzt auf zum Ornament Nummer 2. Aber so groß war der Zorn Belias, der Zorn war groß, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Verdorrten Zorn. Und Belias sprach dazu. Entschuldigung, ich finde diese Stimme einfach so göttlich. Wir sind jetzt auf dem Weg in. Ich zeige da mit dem Finger gerade drauf. Auf den oberen. Und das mit Seekops Ruf, das machen wir dann final, sozusagen. Wer macht mir denn hier meine Hähnchenkeulen, Magare? Was habe ich schon immer gesagt?
Na gut, gehen wir einfach mal so weiter. Ich hoffe, dass wir nicht so viel brauchen in seiner Anwesenheit. Okay, biegt er jetzt links ab? Nee. Ich nehme in letzter Zeit viel zu viel auf. Ich hatte allein in den letzten 2 Tagen, lass mich kurz nachdenken, es müssten 17 Minecraft-Folgen machen. In den letzten 2 Tagen. Das war schon ein wenig viel. Aber weil es einfach so viel Spaß macht, auch live in the Woods. Ich hätte dieses hier fast nicht aufgenommen, weil ich einfach da so viel Spaß hatte. Aber natürlich möchte ich auch noch Gothic 2 spielen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen und meine Zeit ist viel zu wenig, viel zu gering. Jetzt habe ich mir erstmal Zeit genommen. Ich habe ja, es ist mitten in der Nacht. Da habe ich ja quasi immer Open End sozusagen. Irgendwann, wann die Augen zufallen. Wenn ich mich dann nicht höre, dann höre ich auf zu spielen. Dann mache ich aus. So, haben wir gut gemacht, Laris. Das war mal Teamwork. Schwere Ast liegt mir zur Last. Hast du dir das mit dem Wald auch gut überlegt? Willst du da wirklich rein? Ich habe jetzt gespeichert und beginne da jetzt rein. Ja, gut, mein Freund. Ups. Es wird eklig, hat er gesagt. Warte. Speichern. Ich kann natürlich ihn ausnutzen, indem ich immer schön die Monster zu ihm locke. Natürlich muss ich dafür auch welche sehen. Also mal die Augen offen halten. Vielleicht finden wir noch irgendwo den einen oder anderen. Ach, die zählen mehr. Warum hat der andere Feldräuber nur 50 gebracht? Wo ist er eigentlich? Jetzt sag nicht, das weg. Wo ist er denn jetzt hin? Laris? Ernsthaft, bist du jetzt weggelaufen? Ja, jetzt wäre der Wolf da nicht mehr am Leben. Ich lade nochmal. Okay, gehe ich halt nicht vom Weg ab. Es ist ja... Personal gibt heutzutage.